bist schon da, weil du es gar nicht erwarten kannst, ne? Ja. Das Video? Normal sage ich ja mal herzlich willkommen. Diesmal sage ich hurra, hurra, die Kati ist da. Das spielt gerade überlegt. Turbolader, Krümmer, Block, Kopf, ist alles original. VW, siehst du auch, stehen die ganzen normalen Audi VW-Nummern drauf. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin, weil der hat aktuell keine Funktion. Ich kann sogar sein, dass er auch nicht funktioniert, weil das hiermit geregelt ist mit der Traktionskontrolle. So, jetzt versuche ich mich mal da rauszupellen. Das muss noch optimiert werden, glaube ich. So. Ah. Ich würde jetzt mal sagen, beim 24-Stunden-Rennen könnte das ein bisschen düster werden. Aber wir fahren ja in einer Cup-Klasse. Da kannst du ja nicht einfach jetzt irgendwie da 7 Bauhausstrahler draufpacken. KTM ist heute gekommen und wir haben euch ja versprochen, es gibt ein Update-Video und es sind ja noch ein paar Sachen zu klären mit unserer Community und. Ich habe mir jetzt nicht wirklich viel vorher an Gedanken gemacht, wie so oft. Ich rede jetzt erstmal los. Auto ist da, das können wir jetzt schon mal festhalten. Ist gerade vor 3 Stunden gekommen. Wir gehen aber jetzt erstmal auf die ganzen anderen Sachen ein. Einmal vielen, vielen Dank für die Einsendung. Wir haben uns für 3 Designs entschieden. Wie machen wir das jetzt genau? Also es gibt jetzt die 3 Designs. Die werdet ihr jetzt sehen und ihr könnt die hier bei YouTube abstimmen, richtig? Genau. Welches am meisten Klicks hat, wird es? Genau, wir werden die Fotos, die jetzt quasi gezeigt werden. Jetzt wird Design 1, Design 2, Design 3. Wird jetzt schon mal gerade, wurde das gezeigt. So. Genau, richtig. Und die Fotos laden wir als Beitrag in der Community hoch, auf YouTube. Das heißt, da kann man entweder dann einen Daumen hoch machen für das, was man dann als favorisiert sieht. Und das geht bis zum 5.3. Genau. Und am 5.3. präsentieren wir dann das Siegerdesign plus das Gesamtdesign vom Auto. Es gibt nur eine Sache, wir haben jetzt in den Richtlinien der NLS gelesen, dass es dieses Jahr das allererste Mal so ist, dass wir einen 45x45 cm Block freihalten müssen auf dem Dach für einen Pflichtsponsor der Veranstaltung. Jetzt kommt ja dieses Jahr ein Helikopter dazu, zu jedem Rennen, haben sie ja alle groß angetönt, wo sich auch viele über die Nenngelder natürlich aufregen, aber hat immer alles für und wieder. Und dadurch, dass jetzt natürlich ein Helikopter jedes Mal fliegt, muss natürlich auch Werbung aufs Dach haben. Ne? Da haben wir nicht wirklich drüber nachgedacht, aber wir werden es trotzdem versuchen, so gut es geht umzusetzen. Und den Gewinner dann am 5.3. Bekannt geben. Zweite Sache, ab heute, ab jetzt, genau jetzt, jetzt in diesem Moment, ist unser Fahrt zur Hölle-Merch in unserem Online-Shop unlimited, nicht limitiert. Wir haben ja gestern, just in time, die ganzen T-Shirts hier. Einmal das T-Shirt und auch die Hoodies bekommen. Kappen dauern noch 6 bis 8 Wochen, kommen aber auch. Ist in unserem Vorraum, sind glaube ich 300 Teile mittlerweile, glaube ich, haben wir vorgeordert. Also wer Bock hat, könnt fleißig kaufen, würde uns freuen. Das zu dem Thema. Und ich würde euch gerne in diesem Video jetzt auch mal das Auto ein bisschen näher bringen, ja? Ich weiß jetzt nicht, ich habe mich auch selber nur mit den Broschüren mal grob beschäftigt, muss ich wirklich zugeben. Ich habe jetzt noch keine richtig tiefen, detaillierten Infos mir angeschaut. Ich habe vorhin einmal drin gesessen, vielleicht hast du es mitgenommen, habe mich da reingepellt, bin das Auto auch hier reingefahren. Ich würde euch jetzt in dem Video einfach mal so ein bisschen Technik zeigen. Was sind so die Hard Facts von dem Auto, die wir dann euch auch zeigen können? Und es wird aber ein Video geben, wo wir euch auch genau erklären werden, was müssen wir jetzt an diesem Auto, so wie es jetzt hier von KTM steht, was müssen wir noch umbauen, damit es auch in der NLS, respektive 24-Stunden-Rennen, genehmigt ist von Datenlogger. Dann natürlich die Zusatzsachen, die wir noch so ein bisschen brauchen, ne? Und. Da kommen wir bei einem eigenen Video zu. Also, wir haben hier unseren KTM GTX, unsere KTM. Fangen wir einfach von hier hinten an, musst wieder zurückgehen, sorry. Wir haben hier einmal... Das Ganze ist ein Carbon-Monocoque. Ja, es ist nicht irgendwie ein Hybrid, wo du irgendwie Alu und irgendwo ne, verschiedene Bausubstanzen oder Fertigungssubstanzen hast. Das ist einfach alles Carbon.
als Monocoque. Antrieb haben wir hier einen 5-Zylinder VW-Motor, besser bekannt aus dem aktuellen Audi TTRS. Motorkennbuchstabe ist der Datscha. Habe ich gesagt, 400 PS hat er in der Serie. Ne? Haben hierzu kein DSG-Getriebe wie bei VW. Sonst ist alles identisch vom Motor her. Stimmt nicht. Wir haben hier noch eine Saugrohreinspritzung zusätzlich bekommen mit größeren Einspritzdüsen, damit wir auch die, oder damit KTM auch die Motorleistung von, was bieten die, was sagen die? 520 PS, ne? Oder 530 PS soll er haben. Werden wir aber auch mal auf den Prüfstand irgendwann stellen. Haben. Ne? So. Turbolader und so ist alles original. Hast natürlich nur eine ganz kleine Pipe raus. Ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Thermikmäßig, abgasthermikmäßig und wird also sehr effizient funktionieren. Du hast nicht wie in der Serie, sprich im Audi, hast kein Bosch-Steuergerät, sondern hier einen Motec-Steuergerät mit Motec-Kabelbaum, also Renn-Motec-Kabelbaum. Das ist alles für Rennfahrzeuge gemacht, wo auch dann die Traktionskontrolle und sowas alles drüber läuft und. Das ist der Unterschied zur Serie. Sonst solche ganzen Sachen hier, Drosselklappe und, ist alles hier diese Drosselklappe oder auch hier Turbolader, Krümmer, Block, Kopf, ist alles original VW. Siehst du auch, stehen die ganzen normalen Audi VW-Nummern drauf. Dann haben wir hier unseren, sollte ein 120-Liter-Tank sein, ein 4-VT3-Tank. VT3-Tank heißt, es ist 4 homologiert, sprich der Sicherheitsaspekt ist sehr, sehr hoch. Ja? Den werden wir auch 2025, sollten wir noch im Besitz, oder der Kunde noch im Besitz sein, dieses Autos muss der auch nochmal überholt werden. Dann haben wir hier den Tank mittig liegen, hier hinten von der Gewichtsverteilung natürlich perfekt. Und hier fängt schon unser Monocoque dann wieder innen drin an. Die Kühler seitig, wir haben hier, also ich gehe davon aus, das wird Wasser und Öl sein. Und hier haben wir einen Ladeluftkühler sitzen. Also das muss ein Ladeluftkühler sein, weil der geht hier turboseitig hier raus, zack, zack, und geht hier wieder in die Ansaugbrücke zurück. Und von den Waben her, ne, das ist ein riesen Ladeluftkühler, also wirklich riesig. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, der ist halt, glaube ich, so. Werden wir wahrscheinlich das ein oder andere Mal ausbauen müssen in Zukunft, dann kann man das mal zeigen. Sonst halt Carbon. Eine Hebeanlage hat das Auto, wie man das hier schön sehen kann, wo wir dann auf Stempel bocken können. So, dann gehen wir weiter. Dann haben wir, muss ich ihn eigentlich aufmachen, ne? Ich weiß gar nicht, kann ich das alleine? Ja, oh, so. Hier sitzen wir jetzt hier in unserer Schaltzentrale. Die ist natürlich noch komplett nackig. Man könnte einen zweiten Sitz noch einsetzen, wenn man mal Taxifahrten macht. Wir haben, wenn wir mal auf der Fahrerseite anfangen, wir haben natürlich hier, das ist, glaube ich, neu, in dem alten GT4 KTM gab es, glaube ich, keinen eigenen Sitz. Das war mehr so eine Schale, meine ich mich zu erinnern. Das ist hier ein Recaro-Sitz. Wir haben ein Lenkrad mit, soll ich euch das mal zeigen vernünftig? Soll ich mich da reinpellen und das mal alles zeigen? Weil sonst ist es eigentlich witzlos. Vielleicht kannst du die Kamera auch nochmal umstellen für unsere. So, pass auf. Also, wenn ihr mich jetzt seht, sitze ich drin. Sitzt drin, wa? So, und zwar, wenn wir das mal so sehen, wir haben jetzt hier, wir haben kein Tacho oder wir haben keine Anzeigen mehr hier oben in dem ganzen Bereich, sondern wir haben alles im Lenkrad. Ich zeige euch das mal, das ist auch abnehmbar, zum Glück, sonst würde ich hier nicht reinkommen. So, und dann können wir jetzt, wenn wir wollen, hier haben wir Hauptstrom, und dann geht der Kollege an oder die Kollegin, ist ja eine Kollegin. Und so. Was haben wir jetzt hier? Das habe ich mir vorhin einfach gerade mal kurz angeguckt, als wir das Auto bekommen haben. Ich habe noch keine Bedienungsanleitung angeguckt, aber ich glaube, so ein bisschen was kriegen wir das auch trotzdem hin. Ich fange jetzt mal mit dem Lenkrad an. Wir werden hier, wenn ich dann Ignition anmache, hier wird dann, ich glaube, dafür müssten wir ihn starten. Dann hören wir uns aber hier nicht mehr. Hier werden wir verschiedene Dashes haben. Haben wir. Das heißt, wir haben hier einmal Drehzahlmesser, wir haben kmh, wir haben den Gang, wir haben Gain, Loose und also wir können hier sehen, wie wir auf die Predicted Line Zeit fahren, sprich wir können in dem System eine feste Zeit eingeben, wir können immer die schnellste kann gespeichert werden und, das wird das System können und dann rechnet der das immer hoch oder runter. Wir haben Fuel Use, sprich wir können sehen, was wir für einen Spritverbrauch haben in Liter.
Wir haben Traktionskontrolle, die ist 10-fach einstellbar und dasselbe beim ABS ist 10-fach einstellbar. Wir haben hier Wassertemperatur, sehen wir noch, 39 Grad, 39 Grad Öltemperatur. Dann haben wir hier weiteren, das gleiche nochmal, nur mit anderen, einer anderen Aufteilung. Und dann haben wir noch sozusagen, du kannst dich immer weiter durchklicken und dann hast du noch Fuel Pressure, Oil Pressure, Rail Pressure, Lambda, Gearbox Temperature, Engine Oil Temperature, Ansauglufttemperatur wird das sein hier sogar. Gear Poti, das ist immer ganz wichtig beim Getriebe, dass du halt auch immer, beim Lambo haben wir es auch öfters machen müssen, musstest du immer das neu justieren, dass der Gang genau justiert ist. Hast ein Gear Poti, Steering Setup. Steering Setup ist, das ist eine elektronische Lenkung von Sarani. Sarani, glaube ich, ne? Ich glaube, so heißt das. Kannst du halt auch in den verschiedenen Schwierigkeiten oder einstellen. Dann haben wir noch einen Kilometerzähler, steht bei 0. Boah, dann hast du noch Throttle Position, 102%. Dann Throttle Body, Steering Angel, Wheel Speed rechts, links, hinten, vorne. Brake Pressure haben wir auch. Brake Pressure vorne, Brake Pressure hinten. Weil wir können natürlich so. Da haben wir alle Infos auf jeden Fall. Ist alles hier in diesem Lenkrad mit drin. Seht ihr auch mittlerweile in den ganzen LMP-Autos, LMP3-Autos, hast du das alles mittlerweile hier. Dann haben wir hier noch ein kleines Panel, beziehungsweise hier haben wir unseren, können wir die Bremse von hinten nach vorne oder nach vorne von nach hinten verschieben, die Bremsbalance. Deswegen haben wir hier auch den Druck, dass man das immer sehen kann, wenn du dann bestimmte Barzahl gibst und du verstellst, dann siehst du, wie sich das verändert. Hier machst du die Zündung an, hier ist Warnblinkanlage. Müsste gehen. Ja. Ja. Scheibenwischer. Starten das Auto. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin, weil der hat aktuell keine Funktion. Ich kann sogar sein, dass er auch nicht funktioniert, weil das hiermit geregelt ist mit der Traktionskontrolle. Aber ich war noch beim Lenkrad, jetzt bin ich schon hier. Aber ist halt so. Hier haben wir jetzt eine Lüftung. Lüftung. Fuel Reset heißt, wir können hier den Fuel Use können wir immer auf 0 setzen. Das ist immer sehr wichtig. Man gibt in der Regel bei der NLS auf der Nordschleife gibst du immer an einem bestimmten Punkt dein Fuel Use durch und wenn dann ein neuer Fahrer reingeht, machst du auf 0. Dashlight, hier kannst du die Helligkeit verstellen. Das ist gerade im Dunkeln, wenn du mal 24-Stunden-Rennen fährst, ist das sehr angenehm. Regenlicht kannst du hinten anmachen, das weiß ich nicht. Engine Maps, hier wird es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten geben, auf verschiedenen Engine Maps zu fahren. Ob das bedeutet, ist, weiß ich nicht. Es funktioniert auf jeden Fall. Und wir können hier Fuel Drain heißt, wir werden Fuel abpumpen können. Das ist das. Jetzt komme ich nochmal zurück hier. Wir haben noch einen Radioknopf für Funk. Drückst du hier drauf. Alles schön beleuchtet auch. So, dann habe ich das auch noch nicht so ganz verstanden. Hast du Code 60 und PIT? Weil in der PIT hast du ja auch immer 60 oder halt auch manchmal 50. Und hier ist Code 60. Ich denke mal, das eine ist wirklich nur für PIT und das andere kann noch bedartet werden auf zum Beispiel 120 oder sowas, was ja auch doppelt gelb oder 120 ist und. Auf jeden Fall sind das die Limiter für die Gänge, dass du nicht zu schnell fährst in den Flaggen. Dash habe ich euch gerade gezeigt. Licht ist Licht, aus und an. Und dann noch Blinker rechts, Blinker links. Also es sieht viel wilder aus, wie es eigentlich ist. Ich mache mal eben aus. Hauptstrom aus. Hier ist Löschanlage. Wir haben natürlich eine Löschanlage hier verbaut. Die kann man hier aktivieren. Die sitzt hier. Wenn du mal rumkommen würdest, ja. Das ist ganz cool gelöst, finde ich. KTM hat uns direkt die ganzen Anschlüsse hingelegt, wenn wir da was brauchen, wie zum Beispiel Ersatzstrom. Also da kann man einfach Strom abgreifen. Das holst du normalerweise dann immer aus dem Kabelbaum irgendwo oder musst dir selber so eine Box bauen. Hier ist Funk. Du kannst das Funkgerät direkt anklemmen. Hier ist für einen Transponder die Dateien, die Verbindung. Dann haben wir hier 4CAN, ne, für die ganzen Logger. Und das ist irgendwas RS422. Also das ist cool gemacht. Hier ist Strom, weil die Batterien, die wir hier ist die Batterie vorhin, da ist die Batterie verbaut. Hier ist der ABS-Block verbaut. Hier ist die Löschanlage und hier ist halt Strom. Da mit einem Schnellverbinder kannst du halt immer Strom drauf geben, weil wir haben ja hier Motorsport-Batterien und die halten jetzt kein Leben lang. Sonst ist das ein relativ aufgeräumter Raum. Wir haben keine Rückspiegel, wir haben diese Kameras an der Seite und die kann ich nochmal anmachen, damit ihr es seht. Wir haben hier zwei Monitore im Innenraum. Ich hoffe, die gehen jetzt an. Ja,
Und da seht ihr, wir sehen also per Kamera zurück und nicht per Spiegel. Ja, sieht man deinen Popo gerade? Ja. Ja, irgendwas sieht man da. Nee, deine Tasche, ja. So, das ist nämlich auch eine Sache, die die Jungs hier, ich denke, also es ist relativ viel LMP-Basis. Lenkrad ist klar, Wippenschaltung sequenziell. Wir haben eine Kupplung zum Anfahren, also ein drittes Pedal haben wir. Hatten wir beim Lambo nicht und beim Renault auch nicht. So, jetzt versuche ich mich mal da rauszupellen. Das muss noch optimiert werden, glaube ich. So. Ah. Ohne, dass ich hier irgendwas kaputt mache. Ah. Dann kommen wir noch mal nach vorne. Machen wir mal, ah ne, Lenkrad muss erst, das habe ich vorhin schon gelernt. Erst wieder drauf und dann kann ich den zumachen. So, dann haben wir noch hier im vorderen Bereich. Können wir relativ wenig aktuell zeigen, weil das kannst du ja alles nicht vernünftig abnehmen. Fahrwerk, ist eine Pushrod-Verbindung natürlich hier und da. Kann man jetzt sehr wenig sehen. Ich bin noch mal gespannt, wie wir da vernünftig dran arbeiten können. Gerade so an Testtagen, wo wir schnell ans Fahrwerk müssen, da muss man wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen, also irgendwie so halb hoch oder so. Weil die Dämpfer, kann man ja zeigen, liegen hier, ne? Liegen hier, die beiden. Und jetzt so richtig da dran kommen, ist schon ein bisschen schwierig, finde ich. Könnte es jetzt verstellen, ja, aber Höhen und so ist schwierig zu machen. Bin mal gespannt. Wird uns aber noch was einfallen. Das ist halt hinten schon ein bisschen einfacher, wenn wir jetzt mal vom Fahrwerk ausgehen. Da kommt man ganz normal dran. Wenn man das Rad ab hat, kommt man von der hinten einfach dran. Das passt dann schon. Das war jetzt mal ein ganz, ganz grober, kleiner Technik-Talk. Mir fällt jetzt auch nichts ein. Die Lights, ne, das sind so Laser-Lights. Kann man einfach noch mal hinten gucken und vorne. Hier, das sind, ich glaube, die gibt es auch im Motorradbereich bei KTM. 1:1 aus der Produktpalette, denke ich mal. Und vorne ist das auch ganz gut gelöst. Da weiß ich gar nicht, ob noch ein 24-Stunden-Paket kommt für mehr Licht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, weil das eine ist auch Blinker. Ich würde jetzt mal sagen, beim 24-Stunden-Rennen könnte das ein bisschen düster werden. Aber wir fahren ja in einer Cup-Klasse. Da kannst du ja nicht einfach jetzt irgendwie da 7 Bauhausstrahler draufpacken. Das muss ja vom Hersteller kommen. Ich bin mal gespannt. Also so, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, oh, die müssen schon richtig was können, weil sonst wird es ziemlich duster beim 24-Stunden-Rennen. Ne? Und ja, die Kühler hinten, wenn ich das mal so sagen darf, also hier ist alles offen, da bin ich auch noch am Überlegen, weil hier sind alles so Einziehmuttern, ob es noch irgendwie Gitter geben wird. Weil, also das weiß ich heute noch nicht, ich habe auch jetzt noch nicht nachgefragt, es sollen auch noch ein paar Sachen, die zum Auto gehören, noch kommen. Aber das finde ich schon alles ziemlich mutig, wenn das alles so ganz offen ist und du fliegst mal aus Versehen durchs Kies oder so, das passiert ja so oft, dann geht das hier so drunter her, ist alles offen, das ist zwar schön, wahrscheinlich aerodynamisch und, dann geht es hierher. Und jetzt sitzt hier zum Beispiel der Ölkühler, ja? Also hier, aber hier ist auch alles offen. Das heißt, also wenn das da und da durchfliegt, dann wird es ölig. Und am Ladeluftkühler wird es genau das Gleiche, ne? Ein Gitter würde da, glaube ich, schon helfen. Vielleicht erzähle ich jetzt auch gerade was sich irgendwann auflöst und es kommen dann noch Sachen. Aber das auf der Nordschleife oder im Herbst, wenn die Blätter fliegen, da hast du da 4 Kilo Blätter überall. Und das wird eine Aufgabe. Wir haben Zentralverschluss, habe ich, glaube ich, noch nicht drauf eingegangen. Es ist eine AP-Bremse vorne hinten, Zentralverschlussfelge von OZ. Und ja, da kommen halt auch noch, wir haben insgesamt 5 Satz Felgen. Plus den 6-Satz-Felgen. Ja, werden den Flo ab nächste Woche begleiten, wenn er dann wirklich die ganzen Sachen für die Nordschleife umbaut. Fahrwerk von KW wird auch hoffentlich vor den Test- und Einstellfahrten kommen. Und Serie ist da jetzt ein Sachsdämpfer drin. Ist auch schön, aber der wird bei uns maximal für eine Referenz drin bleiben. Aber wir werden das ganze Projekt natürlich mit einem KW-Fahrwerk machen, so wie auch. Ich glaube, die beiden Autos von Teichmann Racing auf jeden Fall auch, weil das Teichmann ist mittlerweile KW-Performance-Partner und die werden auch auf KW fahren, die KTMs von Teichmann, auch in der GT4-Klasse. So, ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Stimmt fleißig ab zum Dach und am 5.3. gibt es eine Info. Nee, am 5.3. 10.3.
Am 10.3. kommt das Design, aber bis zum 5. werten wir aus. Ne? So ist es. Und ja, noch ein ganz kleiner Hinweis, habe ich nämlich vorhin vergessen. Wir haben noch alten Merch, kannst du auch einblenden. Die alten Bolle-Shirts und noch alte Together-Shirts haben wir extremst reduziert. Wer Bock hat, wir haben, glaube ich, noch über 100 Bolle-Shirts hier im Druck. Liegen hier, ich glaube, 9,90 Euro oder 9,89 Euro. Liegen hier, wenn einer Bock hat, gerne, weil die verstauben uns sonst, hier bin ich ehrlich. Und vielleicht hat der eine oder andere Bock für so wenig Geld. Ist unter unserem EK. Hauptsache, wir können vielleicht den einen oder anderen damit noch glücklich machen und wir kriegen Platz. Vielen Dank, schönen Sonntag und ciao.